Der neue Brawler Colette kam gerade mal vor 3 Tagen raus. Und es gibt natürlich jetzt schon die ersten Spieler, die Colette auf Rang 35 haben. Doch es gibt einen Spieler, der unglaublich schnell und unglaublich heftig diesen neuen Brawler Colette auf Rang 35 gebracht hat. Oh mein Gott, Leute. Das sind jetzt die Gegner für den letzten Win, beziehungsweise den letzten Push vor dem Rang 35er Colette. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie knapp war das bitte? WTF. Der erste Spieler Colette Rang 35. Wie krass ist das bitte? Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go! Zur Feier der neuen Brawl Stars Season verlose ich jeden Tag im September eine 25 Euro iTunes oder Google Play Karte. Trage dazu einfach Creator Code Clash Games bei dir im Shop ein, kaufe dir eine Sache mit Juwelen, zum Beispiel Münzen, und markiere mich in deiner Instagram Story. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, Leute! Was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Mann, wie ihr es am Pre-Intro schon gehört habt, heute wird es richtig heftig. Der neue Brawler Colette kam gerade mal vor 3 Tagen raus. Am 14.09. ist der neue Brawler ins Spiel gekommen. Und ich denke mal, wir können alle festhalten, dass Colette aktuell noch ein wenig zu schlecht ist. Es wurde auch schon ein Buff angekündigt, Colette wird ein bisschen besser gemacht. Und im Gegensatz zu den letzten neuen Brawlern, die rauskamen, sei es Surge oder Gale oder zum Beispiel Sprout, die als sie rauskamen unglaublich krass waren und direkt einen Nerf bekommen haben, ist es bei Colette eher das Gegenteil. Sie kam raus und hat jetzt einen kleinen Buff bekommen. Ich habe Colette jetzt auch schon auf 5er Pokale gespielt und ich muss sagen, an sich ist der Brawler gar nicht mal so schlecht. Und ich würde jetzt mal behaupten, wenn Colette jetzt den kleinen Buff noch bekommt, ist es auf jeden Fall ein sehr solider Spieler, der jetzt nicht gerade unglaublich krass OP ist. Trotzdem ist es echt unglaublich heftig, diesen Brawler auf Rang 35 zu pushen. Und wie ihr es hier gerade seht, bin ich bereits mit 506 Pokalen in Deutschland unter den Top 200 der besten Colette-Spieler. Und auch global gibt es gerade mal 5 Spieler, die den neuen Brawler auf 1250 Pokale gebracht haben. Und wir werden uns jetzt gemeinsam den ersten Spieler angucken, der Colette auf Rang 35 gebracht hat. Das Ganze ist von Crying Man hochgeladen worden am 15.09. Der Link zu Crying Man als auch zu Equack sind in der Videobeschreibung. Okay, Freunde, es geht los. Equack ist hier am Start mit dem neuen Brawler. Er hat auch hier natürlich den neuen, es ist gar nicht der neue Trixie Colette Skin. Er hat sogar hier den Standard Colette Skin. Jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt. Er ist ja auf jeden Fall in CM, also in Cold Mirror ist das, glaube ich. Also auch einer der besten Clubs der Welt und hier auch wahrscheinlich ziemlich, ziemlich gute Mates am Start. Und jetzt sehen wir mal kurz, er ist aktuell bei 1221 Pokalen. Immer sehr gespannt, was das hier für Moves sind. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben am Ende des Videos, welches eurer Meinung nach hier die krassesten Colette Moves sind. Also ich muss sagen, ich habe den Brawler inzwischen auch schon echt ganz gut raus. Also ich komme schon ganz gut mit ihm zurecht. Vor allem, wenn man auch gute Mates hat, dann geht das eigentlich eh klar. Und wenn die Brawl-Ball-Map einigermaßen passt. In Duo-Schauer dann ist es ein bisschen schwieriger, würde ich jetzt mal behaupten. Man muss halt wissen, wann man wie das Gadget, die Ulti und so weiter einsetzt und welchen Brawler man wie anhitte das. Da muss man auf jeden Fall schon ein bisschen geübter sein, um den Brawler zu beherrschen. Aber an sich muss ich gar sagen, dass Colette gar nicht mal so ein schlechter Brawler ist. Jetzt will ich mich hier ein bisschen mal auf das Gameplay konzentrieren und schauen mir mal ein bisschen an, wie hier der Equack spielt. Denn ja, er ist halt der aktuell erste Spieler mit Colette Rang 35 und die Gegner haben ja auch schon relativ schnell wieder aufgegeben. So, jetzt im gegnerischen Team, wir sehen sehr oft Karl, also sowohl auf der Seite hier von Equack, da haben wir hier einen Mate Karl und Achille. Achille ist, glaube ich, auch einer der Spieler, die im Brawl Stars World Finals mit dabei waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also Achille sagt mir auf jeden Fall auch was, aber auch die Gegner sind halt keine schlechten Spieler, das muss man auf jeden Fall schon mal sagen. Muss man mal schauen, wie sich das jetzt hier entwickelt, beziehungsweise ob die auch die ganze Zeit gewinnen oder auch mal verlieren. Okay. Oh, das sieht gerade nicht so gut aus. Okay, aber hat der Karl hier noch deffen können? Nicht schlecht. Das Problem ist halt jetzt der gegnerische Surge, das kann man schon mal sagen. Wenn der gleich Stufe 4 ist, dann wird es schwierig.
Bin doch jetzt mal echt gespannt, ob die nur Wins mit reingenommen haben hier von dem 1250er Push oder ob die auch Loses mit reingenommen haben. Okay, der Surge wurde, glaube ich, gerade von dem Karl weggeholt da oben. Das ist schon mal ganz nice. Ah, okay, der Surge hat auf jeden Fall die andere Star Power. Der ist jetzt immer noch Stufe 2. Das heißt, er kann auch easier wieder auf Stufe 4 hochgehen. Okay, aber die machen es ihnen nicht leicht, die Gegner. Das muss man schon mal festhalten. Oh, nice Ulti. Nice Ulti. Oh, okay, da hat der Surge ihn weggeholt. Also es könnte... Ah, ey, der Karl ist aber auch geisteskrank gut. Der defft hier echt stark. Oh, stark verteidigt jetzt auch wieder. Also ihr seht hier, wann man auf jeden Fall die Ulti von Colette einsetzen kann, beziehungsweise wie man sie schlau einsetzt. Also für die Leute, die jetzt noch Colette bekommen, beziehungsweise die Colette hochspielen wollen, ist das ja auf jeden Fall ein nice Video, um so ein bisschen zu lernen, wie man den Brawler spielt. Oh, jetzt geht's in die Overtime. Beide Teams hier mit Brawlern, die gut Range haben, also kein Team hat hier irgendwie einen Vor- oder Nachteil. Das wird jetzt interessant. Oh, starke Ult. Oh, gut, das ist 1-0 für das Equac-Team. Und die sind jetzt bei 1236. Oh, okay. Poco Double Tank. Würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn Mords mit dabei ist, aber ist ja dann auch eher so Tank. Lol, okay, jetzt da der jetzt. Hä? Wie spielen die denn? BTF? Okay, also die Gegner spielen ein bisschen komisch. Der Poco hat schon zweimal das Gadget eingesetzt. Ganz komische Ulti nach vorne. Also entweder ich verstehe die Spielweise nicht so ganz, aber der Mords hat auch einen Dash gerade am Anfang, also ein Gadget irgendwie gewastet. Hm, komisch. Kann auch sein, dass ich ein bisschen lost bin. Okay, der Kevin setzt aber jetzt hier wieder das Gadget ein. Ja gut, der... Ah ja, gut, ich würde sagen, das ist jetzt das 2-0. Ich habe auch das Gefühl gehabt, die Gegner waren gerade nicht so gut. Oh. Der SMP Kepo, der wird wahrscheinlich auch so um die 1000 Pokale mindestens mal haben. Das heißt, das wird ein sehr interessantes Battle. Und auf beiden Seiten Max. Max ist auch aktuell ziemlich Meta, kann man schon sagen. Also Max wird sehr, sehr viel gespielt. Und wir haben auf der einen Seite einen Barley und auf der anderen Seite einen Karl. Gut, dass hier Equac den Ball noch wegschießen konnte. Aber es könnte jetzt das... Oh, der krass verteidigt, Alter, WTF. Holy shit. Also da hätte ich jetzt eigentlich schon mit einem 1-0 für die Gegner gerechnet, tatsächlich. Also bisher echt ziemlich ausgeglichen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Okay, jetzt leben beide Male noch Max und Colette hier. Boah, das wird ein krasses Battle, muss ich schon sagen. Also beide Seiten machen jetzt hier nicht irgendwie Anstalten, dass eine Seite irgendwie krass im Vorteil ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ah, auch der Barley überlebt hier immer ziemlich knapp. Boah, krass. Heftig. Okay, wir sind jetzt gleich auch bei einer Minute. Ich würde es auch mal schätzen, dass es hier auch in die Overtime geht. Das ist jetzt das vorletzte Spiel, glaube ich. Beziehungsweise vorvorletzte Spiel vor 1250 dann. Wäre unglücklich, wenn die das jetzt noch verlieren. Oh. Das wird jetzt schwer für die Gegner zu deffen. Aber können die noch machen? Okay. Das Ding ist halt bei Colette. So, du brauchst halt echt lange, um so einen Gegner down zu kriegen. Also am besten machst du das halt, wenn du so einen Gegner anhittest mit der Ulti und dann halt am Ende mit der Ulti da halt irgendwie probierst zu arbeiten, um die Gegner zu killen, dass du ihn schon so low machst, dass da am Ende eine Ulti oder sowas ausreicht, meiner Meinung nach. Also habe ich das immer probiert oder teilweise probiert. Und dann halt das Gadget hat man natürlich auch noch, kann man dann auch teilweise noch einsetzen, wenn der Gegner relativ low ist oder quasi dann noch mit dem Gadget einen One-Hit. Oh, krass.
Da ist es 1-0. Crazy, Alter. Crazy. Oh, und der Disrespect-Emoji. Ah, nee. Das ist jetzt gleich das letzte Game. WTF. Oh mein Gott, Leute. Das sind jetzt die Gegner für den letzten Win, beziehungsweise den letzten Push vor dem Rang 35er Colette. Der erste Rang 35er der Welt. Da wird nochmal kurz überprüft, ob die Aufnahme noch läuft. Holy shit. Ich drücke denen jetzt echt die Daumen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Spiel relativ lang geht. Wir haben bei der gegnerischen Seite einen Rico, Barley und Frank. Oh. Oh, strong. Strong. WTF. WTF. 1-0 schon mal nach nicht mal einer Minute. Oh, und da wurde der Gadget-Schuss gemisst. Schade. Oh, starke Ulti. Oh, das könnte jetzt das Gegentor werden. Ja, das wird das Gegentor. Krass. Oh mein Gott. Okay, also die Gegner machen es denen auch nicht einfach, muss man schon sagen. Das muss man schon sagen. Ich vermute auch, dass es halt auch Gegner so in dem Bereich sind bei 1250. Also haben wir jetzt ja nicht irgendwie einen Underdog-Fall oder sowas gehabt. Lol. Was? Der Rico hat einfach gefailt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie knapp war das bitte? Holy shit, Alter. Der Rico hat einfach gefailt. Der wird so mad sein, der Sebas 49. Oh mein Gott. Der wird so mad sein, das kann ich euch sagen. Oh, jetzt wird's aber echt schwer. Jetzt wird's echt schwer. Gleich in der Overtime haben die halt einen Vorteil. Das weiß wahrscheinlich das Equac-Team auch, weil halt der Frank am Start ist. Der kommt dann halt gar nicht mehr ran. Und auch jetzt schon ist es schwer, dass der Frank da noch irgendwas macht. Und das wissen die Jungs auch, ja. Und das wird ja auch gut ausgenutzt und da ist das 2-1 WTF. Der erste Spieler Colette Rang 35. Wie krass ist das bitte? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da seht ihr es nochmal. Er geht hier auf Colette und bam. Sogar mit 20 Pokalen Unterschied. Schaut euch das an, Freunde. Crazy. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal einen Rang 35er Brawler geschafft habt. Und wenn ja, welchen Brawler? Oder ob ihr schon einen Rang 30 Brawler geschafft habt? Ich meine, das ist ja auch schon mal eine nice Sache. Ich würde sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, checkt die Videos aus der Endcard aus. Und bis dann, Leute. Ciao. Ciao.